Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Instant Gaming News. Und wir starten mit der News der Woche. Und nein, damit meine ich nicht das Finale von Game of Thrones, sondern es geht um den großen Xbox E3 Leak. Denn auch dieses Jahr wird wieder Microsoft auf der E3 in Los Angeles vorhanden sein, wird dort eine Pressekonferenz abhalten und die wurde jetzt eben geleakt, also die Infos, was da oder was da alles gezeigt wird auf der Pressekonferenz, das wurde veröffentlicht und ich fasse das mal schnell für euch zusammen. Zunächst einmal, es wird einen neuen Trailer geben zu Halo Infinite, auch ein Release-Datum wird genannt, Holiday 2020, das heißt, Halo Infinite wird ziemlich sicher einer der Launch-Titel der neuen Xbox sein. Es wird einen neuen Gameplay-Trailer zu Gears 5 geben. Gears 5, nur zur Erinnerung, ist Gears of War 5. Und auch ein Release-Datum. Angeblich September soll es soweit sein. Ebenfalls wird es einen neuen Trailer geben und ein Release-Datum zu Gears Tactics. Es wird auch einen neuen Trailer und ein Release-Datum zu Ori and the Will of Wisp geben. Dann wird es ein neues Spiel von Ninja Fury geben, das heißt Bleeding Edge. Und ist ein Sci-Fi-Game. The Other Worlds wird es einen neuen Trailer geben und ein Release-Datum. Cyberpunk 2077 wird es ebenfalls einen neuen Gameplay-Trailer geben und ein Release-Zeitfenster. Also kein genaues Release-Datum, sondern Release-Zeitfenster. Keine Ahnung, vielleicht Q3 2020 oder so, irgendetwas in der Richtung. Dann wird man Age of Empires 4 sehen. Plus den Release im Jahr 2020, also nächstes Jahr. Ebenfalls wird man ankündigen, das wird ein Teaser sein von einem neuen Fable-Spiel. Es soll ein Fable-Reboot geben für die neue Xbox-Konsole und der Release soll wahrscheinlich irgendwo so 2021 liegen. Es wird neuer Content für Sea of Thieves präsentiert, es wird neues Gameplay und ein Release-Datum zu Battletoads geben, ja, zu dieser Neuauflage von Battletoads. Und das Allerwichtigste natürlich, die neue Xbox wird vorgestellt. Also ihr seht, Microsoft hat einiges vorbereitet, vor allem die neue Xbox dürfte für viele da draußen sehr, sehr interessant werden. Ob sich das alles bewahrheitet, wissen wir dann eben bald, denn bald findet ja die E3 statt. So, und von der E3 und von Microsoft zu einem anderen, ja, sehr überraschenden, nämlich THQ Nordic. Man kennt sie, der Publisher kauft sich ja querfeldein, kauft immer wieder Entwicklerteams dazu, kauft verschiedenste Marken auf und jetzt war THQ wieder mal unterwegs und hat sich einen Entwickler geschnappt und nicht irgendein Entwicklerteam, sondern die Gothic-Macher, nämlich das Team von Piranha Bytes. Die gehören jetzt offiziell zu THQ Nordic, die wurden komplett aufgekauft. Man hat auch somit die kompletten Rechte an Risen und an Alex bekommen und wer sich jetzt fragt, wie schaut's aus mit Alex, wird da ein zweiter Teil kommen? Das ist nämlich das Witzige, es gab nämlich in der offiziellen Pressemitteilung zu diesem Thema, zu diesem Kauf von Piranha Bytes, haben quasi die Presseverantwortlichen ein Q&A reingeschrieben. Also da wurden so die wichtigsten Fragen beantwortet. Ja, zum Beispiel, ob die Entwickler von Piranha Bytes jetzt nach Österreich kommen müssen, weil ja THQ Nordic ja hier in Österreich ist, oder ob der Standort weiterhin in Deutschland bleibt. Also ja, sie bleiben weiterhin in Ruhrpott sitzen. Und da war dann auch die Frage, na, wie schaut es jetzt aus mit Alex 2? Und das wurde so ein bisschen leicht schmunzelnd beantwortet mit, naja, ihr könnt euch das ja selbst denken. Also auf gut Deutsch war das schon so ein bisschen die Ankündigung, dass es da definitiv bald einen zweiten Teil dazu geben wird. Ja, vielleicht schon auf der Gamescom, ja, vielleicht wird man es da ankündigen, mal gucken. So, und dann gehen wir zu einem Spiel, ja, das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, nämlich Heavy Rain von Quantic Dream. Und ein paar von euch haben es mitbekommen, die Quantic Dream Spiele erscheinen nun alle für den PC. Also Heavy Rain, dann Beyond Two Souls wird erscheinen und auch hier Detroit Become Humans. Also diese drei Spiele
von Quantic Dream werden in Kürze für den PC erscheinen. Und es wird auch zu diesen Spielen eine Demo-Version geben. Und das wurde jetzt eben auch offiziell, nämlich am 24. Mai um 17 Uhr wird es exklusiv in Epic Games Store eine Demo, eine PC-Demo von Heavy Rain geben. Was darf man erwarten? Insgesamt 45 Minuten Spielzeit. Das ist genau dieselbe Demo, die damals veröffentlicht worden ist für die PlayStation 3. Technisch wurde natürlich Heavy Rain für den PC aufgemotzt, ja, also höhere Auflösung, die Steuerung wurde entsprechend angepasst, ja, für Maus und Tastatur. Also es ist wirklich eine, oder soll eine vollwertige, hochwertige PC-Umsetzung werden. Ja, also wenn ihr noch so ein bisschen unentschlossen seid, ob ihr das Spiel holen wollt, dann habt ihr eben morgen, beziehungsweise am 24. Mai, je nachdem wann ihr das Video guckt, habt ihr dann eine Möglichkeit, euch die Demo runterzuladen. Übrigens, die Spiele, also das Spiel selber, wird man auch nur eben exklusiv in Epic Games Store kaufen können, das nur so als kleiner Hinweis. So, und die letzte News am heutigen Tag, die ist so ein bisschen hardwarelastig, würde ich fast sagen. Es geht nämlich um Microsoft, genau gesagt um Windows 10, und der eine oder andere hat es auch schon mitbekommen, das neueste Feature-Update, 1903, auch bekannt als Mai 2019 Update, ist veröffentlicht worden. Es steht jetzt nun offiziell quasi zum Download bereit. Zur Erklärung, ihr werdet das Update irgendwann mal früher oder später automatisch bekommen. Ihr müsst dieses Update aber nicht unbedingt installieren, das ist nämlich eine neue Funktion. Ihr könnt dieses Update quasi auslassen, pausieren für einen gewissen Zeitraum. Ja, früher waren das ja irgendwie, glaube ich, nur ein paar Tage, jetzt geht es über mehrere Wochen, wo ihr das quasi deaktivieren könnt. Also ihr müsst dieses Update nicht aufspielen, wenn ihr nicht wollt. Könnt es aber machen, also wir in der Redaktion hier, wir haben schon ausprobiert, es läuft alles einwandfrei. Wer sich jetzt fragt, was bringt denn das Mai-Update überhaupt mit sich? Also zunächst einmal eben diese Geschichte, dass man die automatischen Updates, dass man das, die Installationszeit halt alles ein bisschen verschieben kann. Das ist eine der Funktionen. Dann gibt es eine neue, hellere Benutzeroberfläche, das Light Theme. Das ist so das Gegenstück zum Dark Theme, das ja beim letzten Update, beim Oktober-Update mit reingekommen ist. Jetzt gibt es eben das Ganze als Light Theme. Cortana befindet sich nicht mehr in der Suchleiste, sondern lässt sich über ein eigenes Icon in der Taskleiste aufrufen. Das ist neu. Windows Sandbox als virtuelle Maschine ist dabei. Es gibt ein überarbeitetes UI für Windows Hello. Ja. Nutzer können einen Default-Tab für den Taskmanager einstellen. Und auch beim Windows Security Center gibt es ein paar kleine Änderungen, ja, Ansichten und so weiter und so fort. Ja, und natürlich gibt es wieder diverse Bugfixes und solche Geschichten. Ja. Ist jetzt keine Riesensache, muss man dazu sagen. Also das Mai-Update ist jetzt kein mega komplexe neue Geschichten reingekommen, eher Kleinigkeiten. Aber das nächste große Update soll ja auch erst nächstes Jahr erscheinen. Das nur für euch als Info, wenn ihr am PC zockt, ja, dass ihr früher oder später dieses Mai-Update habt. Und liebe Leute, das war's auch mit den Instant Gaming News für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.